Heute sehen wir, wie bei Beate die Liebe wirklich außergewöhnlich groß ist. Da braucht man sich nicht mal richtig verstehen. Aber egal, ob er redet Arabisch oder er redet Englisch oder Französisch, ich Deutsch, wir verstehen uns ohne Worte manchmal auch. Und bei Leo geht es auch weiter und wie wir schon kennengelernt haben, dem ist Treue in seiner Beziehung jetzt nicht das Allerwichtigste. Ich denke mal, ich weiß nicht, was meine macht, wenn ich 6 Monate alt bin. Und sie weiß nicht, was sie macht. Und ja, freie Beziehung. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von Amore unter Palmen. Ich hoffe, ihr habt eine ganze Menge Spaß mitgebracht und habt Bock auf diese Folge. Es wird wieder super. Wie immer habe ich euch natürlich den Link zur kompletten Folge in der Videobeschreibung verlinkt, also schaut da gerne vorbei. Und ich würde mich natürlich auch super darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet, falls ihr das noch nicht getan habt. Denn jeder Abonnent mehr ist natürlich eine riesengroße Hilfe für mich. Und dann würde ich einfach mal sagen, fangen wir an. Und wir starten heute mit Beate. Die ist ja auch wirklich durchaus mit jeder Folge ein bisschen verrückter. Und auch heute fängt es wieder wahnsinnig komisch an, denn ich glaube, sie hatte eine wirklich gute Nacht. Guten Morgen. Ich hab Hunger. Und was immer die miteinander getrieben haben in der Nacht, die Beate hatte auf jeden Fall ordentlich Kohldampf. Das Einzige, worauf sie aber auch beim Frühstücken achtet, ist, dass der Astim nicht ganz so viel Zucker zu sich nimmt. Nicht viel Zucker. Marak, sorry. Ja, 1 Kilo. Kilo für die Kilo, wow. Wir lieben es, viel Zucker in den Tee zu geben. Was soll man großartig dazu sagen? Ich sehe jetzt nicht so aus, als würde ich wenig Zucker in meinem Leben konsumieren. Vielleicht bräuchte ich auch mal eine Beate. Aber vielleicht will ich das auch einfach gar nicht. 100 Kilo Zucker. Ah, Zucker. Ah. Ich habe gekostet dabei. Ich dachte, ich trinke 1 Kilo Zucker mit so vielleicht 1/8 Wasser. Aber auch wenn es durchaus ein paar Probleme gibt, wenn man jetzt über die Getränke redet, generell ist das Reden wirklich gar kein Problem. Denn auch wenn die beiden sich nicht absolut ordentlich miteinander verständigen können, die Sprache der Liebe, die reicht. Ich spreche sehr, sehr wenig Arabisch. Danke, shukran. Bitte, Afwan. Afwan, it is. Afwan bedeutet Entschuldigung, es tut mir leid. Und selbst das Arabisch, wo die Beate uns verklickern möchte, dass sie das ja durchaus ein bisschen beherrscht, ist in der Regel auch falsch. Aber die Kommunikation der beiden klappt natürlich trotzdem. Ich sag mal, ich liebe dich, Anna. Bahepik. I love you, Ohibuk. Ich lerne schnell. Ich könnte mir vorstellen, dass es eventuell doch ein bisschen besser ist, wenn die beiden es auf Englisch miteinander probieren, auch wenn, ja, es wie gesagt im Grunde auch ganz egal ist. Aber egal, ob er redet Arabisch oder er redet Englisch oder Französisch, ich Deutsch, wir verstehen uns. Ohne Worte manchmal auch. Es ist einfach wie ein Wunder. Die beiden müssen wirklich von Gott persönlich füreinander bestimmt sein. Anders kann man das, was Beate sagt, doch gar nicht erklären. Und weil Gott natürlich auch für Astim wichtig ist, geht er, auch wenn Beate da ist, natürlich trotzdem zum Gebet. Ich gehe beten, weil ich ein muslimischer Mann bin. Das ist hier so. Und während der Astim beten ist, macht die Beate auf jeden Fall nicht das Essen, denn das Essen, das bereitet die, ich glaube, Schwester von Astim zu. Astims Schwester kniet sich derweil richtig rein und bereitet das Mittagessen für alle. Geplant und versprochen war das anders. Und auch wenn es grundsätzlich natürlich vollkommen in Ordnung ist, dass die Schwester kocht, angeblich hat der Astim der Beate vorher andere Dinge versprochen, beziehungsweise
ja, sich vielleicht ein bisschen im besseren Licht dastehen lassen. Was mich ich jetzt erinnern kann, hat mir die Beate erzählt, dass der Asti ja sehr viel kocht und sie ja dann verwöhnen will. Aber ob der Asti jetzt wirklich meinte, dass er selber kocht oder ob er meinte, dass in seiner Familie immer sehr gut gekocht wird, das kann man ja auch mal ein bisschen durcheinander bringen. Ist am Ende des Tages auch ganz egal, denn das Einzige, was es muss, ist, es muss schmecken. Eat. Thank you. Auch ein Vierbeiner wurde dafür verkocht. Und eventuell habt ihr die Bilder jetzt gerade schon gesehen und habt euch auch wie ich ein bisschen gewundert. Denn ja, die haben nicht alle einen eigenen Teller, sondern die essen alle zusammen aus einem Teller. Was jetzt ja vielleicht nicht ganz so schlimm ist. Allerdings gibt es da immer noch ein paar Probleme, weil alle benutzen dabei auch ihre Hände. Ja, die essen alle aus einem Teller. Das war für mich momentan ein bisschen, das aus einem Teller essen hat mich weniger gestört, aber dass das angegriffen wird und auseinandergeteilt und dann hergelegt, das mag ich eigentlich nicht. Ich kann euch aber versichern, keine Sorge, für Beate war das gar kein Problem und die Beate, die hat auch ordentlich zugegriffen. Und nach dem Essen macht die Beate dann nochmal etwas mit ihren Händen und für Astim tatsächlich sogar, aber nichts Versautes, sondern sie häkelt die Mütze zu Ende. What you do we know? Häkeln. I can help you? Da. Oh? Hoppe. Thank you so much. I can help you. Und wie immer ist der Astim bei allem extrem positiv, was natürlich eine gute Eigenschaft ist und was natürlich auch die Wahrheit sein könnte. Eventuell ist er wirklich so glücklich. Allerdings habe ich manchmal das Gefühl, dass es auch ein bisschen aufgesetzt ist. Ja, rüberkommt. Wenn sie will, dass ich sie trage, dann mache ich das. Kein Problem, sie ist meine Frau. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Ist das mit Beate und Astim eventuell wirklich Liebe? Oder ist das doch alles nur ein großes Schauspiel? Ich bin mir noch nicht zu 100% sicher, aber die beiden kommen momentan noch ganz gut miteinander aus. Yes. I don't know. Ist so fest, aber das mit. So much. Wow. Perfekt. Thank you so much, Ayla. Und das Wichtigste ist natürlich die Mütze. Die gefällt dem Astim richtig gut. Und er sieht damit auch wirklich überhaupt gar nicht aus, wie er aussieht. Sie hat sie mir geschenkt. Sie ist wundervoll. Ich liebe sie. Ist diese Geschichte wahr oder sagt Astim das nur, um der Beate zu gefallen? Eventuell werden wir es nie zu 100% erfahren können. Weiter geht es mit Harry und dort erfahren wir, was der Plan für heute ist. Es steht nämlich ein bisschen Zeit mit der Familie an, also mit der Familie von Flexi. Wir fahren jetzt dorthin, wo die Flexi aufgewachsen ist. Ich möchte das einfach sehen und ich möchte mir das präsentieren und das liegt dir irrsinnig am Herzen und in dem fahren wir dorthin. Gesagt, getan sind die beiden dann auch schon auf dem Weg und als sie dort angekommen sind, lernt Harry direkt mal den Bruder von Flexi kennen, das erste Mitglied der Familie. Benjamin. Nice to meet you. Harry, okay? Okay. Und ich muss sagen, ich finde, Harry sieht echt ganz gut aus. Vor allen Dingen durch seine Frisur. Er ist irgendwie mal rasiert oder halt frisiert. Seine Haare sind kurz. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, er sieht echt ganz gut aus. Also, ne, wenn er jetzt noch einen zweiten Arm hätte. Aber man kann nicht mal alles haben im Leben. Die Flexi ist auf jeden Fall ganz glücklich. Ich bin glücklich, dass uns einer meiner Brüder abgeholt hat und wir viele Leute getroffen haben. Und sie sich auch gefreut haben, mich zu sehen.
very happy also to see me. Und weil die Flexi dort ja herkommt, gibt es da nicht nur ihren Bruder, sondern es gibt tatsächlich relativ viele Mitglieder aus der Familie. Und Harry, der ist auch tatsächlich eigentlich ganz sympathisch in der Situation. It's okay. It's okay? Hi. Yeah. Of course it's okay. My sister, my hello. How are you? Hi, baby. I'm glad to meet you. I'm here. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, der Harry, der sieht ganz gut aus, ne? Der ist jetzt wirklich überhaupt gar nicht so, ja, so wie sonst. Irgendwie macht er einen guten Eindruck und er ist sogar wirklich sympathisch. Und als er dann im Nachhinein auch nochmal darüber redet, wird er sogar ein bisschen emotional. Das war für mich natürlich... sehr emotional. Und ich kann wirklich nur für mich reden und wir haben ja schon viel über den Harry auch geschimpft und waren auch ein bisschen erzürnt und auch ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ich habe ein Wort im Kopf, aber das ist wirklich sehr böse. Also wir waren schon ein bisschen entsetzt, könnte man vielleicht sagen, über sein Verhalten und generell über, ja, wie er so die ganzen Sachen managt. Aber man muss ganz ehrlich sagen, in der Situation mit der Familie war er wirklich ein Netter und er kommt richtig sympathisch rüber. Und ich glaube, das ist das erste Mal, wo man auch so richtig, ja, positive Gefühle dem Harry gegenüber haben kann. Dass da 100 oder 50 Leute oder weiß ich nicht, wie viele Kinder da umeinander gespielt sind, alle wollten. Und die haben das nicht geglaubt, dass die Flexi wirklich kommt mit uns. Man kann jetzt natürlich nur mutmaßen, aber es macht irgendwie das Gefühl, als würde Harry richtig aufblühen, wo er jetzt mal so Teil einer Gruppe ist, Teil einer Familie und dass es ihm wirklich richtig gut tut und er wirkt direkt wie ein anderer Mensch. Let's go down. You see us? Yeah. In the next days, yes? Yes, 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 the following day, okay. Friday. See you. Ciao, until the next days. Okay, yes, okay. Next Friday. Und ihr wisst ja, ich habe selber auch ein bisschen mit Einsamkeit und so zu tun. Ich bin nicht ganz, ganz schlimm einsam. Ich habe tatsächlich eine tolle Familie um mich rum, zu der ich jederzeit gehen kann. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Man macht das ja auch dann immer, ne? Man macht sich auch immer selber ein bisschen einsam. Und eventuell ist es wirklich auch bei Harry ein größeres Problem, dass er sich alleine fühlt und... man hat das Gefühl, er ist wirklich angekommen. Ich bin so gerührt, weil ich einfach ein menschenfremd bin. Und ich mag einfach die Leute, die mich mögen. Und dann weiß ich eigentlich, dass mein Weg, den ich derzeit gehe, nicht falsch ist. Und ich will jetzt auch gar nicht direkt wieder mit dem Negativen anfangen. Aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann ist er, glaube ich, nicht mehr mit Flexi zusammen. Ich bin wirklich gespannt, warum sich das wieder auflöst. Und auch wenn man sieht, wie... gut es Harry tut, dann frage ich mich, warum Harry nicht vielleicht auch in Österreich sich einfach eine Frau sucht, die es wirklich ehrlich mit ihm meint. Okay, go. Man kann das nicht beschreiben, was da in mir vorgeht. Das ist wie ein Vulkan. Kann man sich nicht vorstellen, am liebsten würde ich mal 5 Minuten davon rennen, mich ausreihen und zurückkommen. Man merkt auf jeden Fall, das war ein sehr emotionaler Tag für Harry und er fühlt sich wirklich richtig angekommen und glücklich. Ja, und dann ist die Flexi auch wirklich eine Traumfrau, denn sie sorgt sich natürlich auch um ihren Harry und sie denkt auch an sein allergrößtes Verlangen. Bili mo nga na isang beer sa'yo na chocolate. Ha? Isang beer sa'yo na chocolate. Dalian mo. This drive show. Und jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob das so sinnvoll ist, aber seien wir mal ganz ehrlich, ein Bier, das wird jetzt auch den Braten nicht fett machen. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass er sowieso auch regelmäßiger trinkt und nicht aufhört damit. Und ja, der Tag war ja auch sehr aufregend, hat er sich dann vielleicht sogar auch ein bisschen verdient. Auf diese ganze Partie hat gleich mit Flexi ein Bier geordert.
Flexi hat das geordert, nicht ich hab's geordert. Bitte, Entschuldigung, das San Miguel hat sein müssen, weil sie ja Klären Freit losgeschickt. Und dann ist der Tag vorbei von den beiden und wir bekommen jetzt ein Statement von Harry und ich glaube, das kann man auch wirklich zu 100% glauben und ich sage es gerne nochmal, ich weiß nicht, ob wir den Harry irgendwann nochmal so sympathisch sehen werden. I'm happy, really here. So you made your family happy. Or we made it. That's a good idea. Das war auf jeden Fall eine sehr besondere Folge, was Harry betrifft. Und ja, ich bin wirklich auch ein bisschen gerührt, wie angenehm und positiv er sein kann. Und dann machen wir weiter mit unserem Leo, dem Löwen, denn der ist ja bei seiner Familie in Afrika und er ist natürlich auch ein reicher Mann, deswegen gehen die natürlich alle direkt mal zusammen aus und gehen in ein Restaurant was essen. Wow, it looks so very nice. Come, you sit here, yes, you sit here. Wir genießen die erste Nacht. Ja, ich will auch gar nicht wissen, wie sehr die beiden das dann zu Hause in ihrem Bettchen genießen. Aber bevor es dazu kommt, wird der Harry plötzlich angerufen. Und ja, dieses Geräusch, was ihr da jetzt hört, das ist tatsächlich sein Klingelton. Ich kann auch nichts dafür. Na, das nenne ich mal einen Klingelton. Was für das ist? Nigeria. A branding von Nigeria. Und als ich das gesehen habe, bin ich auch ein bisschen vor meinem Stuhl gefallen. Also, er ist gerade bei seiner Familie. Und dann bekommt er einen Anruf von einer Frau aus Nigeria, denn wenn er zu Hause ist in Österreich, dann schreibt er tatsächlich mit mehreren Frauen. Jetzt kriege ich SMS ab von ihr, weil ich es weggedruckt habe. Und sie ist eine liebe Frau, aber ich möchte immer noch nicht bleiben. Ich habe mit ihr telefonischen Kontakt, auf Videocall und alles, ja. Aber mir ist nicht mehr drin. Aber der Leo ist halt auch ein richtiger Alpha-Mann. Der hat nicht nur eine Frau am Start, er hat natürlich eine ganze Menge. Wenn ich alleine in Österreich bin, ist es wurscht, da kann ich mit dir telefonieren wollen. Aber wenn meine Zukunft ist, ist es natürlich nicht drinnen. Ey, und ne, wenn man in Österreich ist, kann man natürlich machen, was man will. Weil dann ist die Frau, mit der man anscheinend in einer Beziehung ist, dann ist die ja nicht da und dann stört es sie ja auch nicht. Denn mit der Treue hat der Leo es, glaube ich, nicht ganz so. Ich denke mal, ich weiß nicht, was meine macht, wenn ich 6 Monate im Tag bin. Und sie weiß nicht, was sie macht. Und ja, freie Beziehung. Ja, da kann jetzt natürlich jeder seinen eigenen Senf dazu abgeben. Also ich bin absolut kein Freund von freier Beziehung und für mich hat das auch dann wirklich nichts mit einer Beziehung zu tun. Wenn er 6 Monate in Österreich ist und er währenddessen davon ausgeht, dass seine Frau ihm fremd geht und er währenddessen auch irgendwie fremd geht und mit anderen Frauen schreibt und so und was auch immer er sonst noch so macht. Ich meine, ganz davon abgesehen, haben wir auch in der letzten Folge erfahren, dass er sogar in Afrika, wo er gerade ist, dass er dort auch fremd geht. Also ja, was erwarten wir eigentlich? Ich weiß schon so. Ich weiß, was ich mache. Ich weiß, dass ich das Richtige mache. Dass sie nicht so dahinter kommt. Was? Ja, dass sie nicht dahinter kommt, das ist auch wirklich das Allerwichtigste. Das hat der Leo natürlich unter Kontrolle. Also, da kannst du dir auch nur an den Kopf fassen. Ne? Das ist wirklich kaum zu glauben. You are not my kid. You are not my father. Und das ist Spaß. Wir haben es einfach unseren Spaß. Das ist wirklich lustiger Spaß, weil es wahrscheinlich auch wahr ist. Aber gut, das muss ja auch der Leo wissen. Als die dann wieder nach Hause gegangen sind, dann ist passiert, was passiert ist. Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall sind sie dann am nächsten Morgen aufgestanden und der Leo, der hat sich in die Küche gestellt mit seinem Adoniskörper und hat erstmal ein paar Schnitzel für die Familie gebraten. Mein Zukünftiger hat gestern ihre Stimme verloren
Ja, und über die Nacht ist wieder gekommen. Dafür habe ich gesagt, ich werde eine Menge Vitamine geben über die Nacht. Ja, und während er diese Schnitzel macht, macht er irgendwelche zweideutigen Sprüche, die ich auch, ich will gar nicht drüber nachdenken, was er damit meint. Das Problem ist nur, er wurde dann auch noch expliziter und irgendwie, ach, weiß ich auch nicht, muss das sein? Ich hab Zug, too much. Ei, ei, ei. Etwas zu viel Information. Ich sag euch ganz ehrlich, in meinem Kopf und in meiner heilen Welt haben die beiden eigentlich keinen Sex miteinander. Aber man kann es ja nicht wissen. Also ich meine, sie haben ja anscheinend auch ein Kind miteinander gemacht. Es ist auch egal, ich will gar nicht drüber nachdenken. Auf jeden Fall werden dann die Schnitzel paniert und das sieht auch einigermaßen gut aus. Wow, you learn good. This is your first schnitzel, what you have to. Und damit sind wir dann für heute auch fertig mit dem Leo. Ich sag einfach mal Gott sei Dank, weil das ist wirklich kompletter Absturz, was da abgeht. Aber man kann so einen Tag natürlich nicht beenden, bevor der Leo sich auch einfach mal wieder selbst geil findet. Liebe meine Haare und die kommen auf Kampf mehr weg. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der Leo, der ist wirklich ein ganz besonderer Mensch. Und damit sind wir angekommen bei Ildiko und die ist tatsächlich auf dem Weg nach Kuba. In den letzten Tagen habe ich wenig mit dem gesprochen. Es ist sicher wegen dem Strom wieder. Es wird schon klappen, aber natürlich bin ich nervös, auch wegen dem ersten Treffen, da ich ihn noch nie persönlich gesehen habe, nie persönlich mit ihm gesprochen, aber ich freue mich riesig. Und natürlich ist das immer eine richtig gute Idee, wenn man online über Facebook-Anfragen einen Mann aus einem weit entfernten Land kennenlernt, wenn man den noch nie in seinem Leben getroffen hat und dann in sein Land fliegt, ohne ihm Bescheid zu geben, um ihn zu überraschen. Das ist wirklich ein perfekter Plan, aber ich kann euch sagen, sie sind angekommen. Da warten wir kurz aufs Auto. Es ist heiß, es ist wunderschön. Ich bin sehr glücklich, wieder hier sein zu dürfen. Und dann geht's los mit dem großen Abenteuer. Also ich bin wirklich gespannt, wie das hier bei Ildiko ausgeht, weil ich kann einfach nicht verstehen, warum man sowas macht. Ich bin wirklich komplett ratlos. Ich meine, ja, sie steht anscheinend unfassbar auf Kubaner, aber kann man das irgendwie, kann man sich nicht anders kennenlernen? Kann man sowas nicht besprechen? Kann man nicht wenigstens vernünftigen Kontakt zu dieser Person haben, bevor man in ein fremdes Land fliegt? Aber ja, bei Ildiko ist alles anders. Heute fahren wir in seine Stadt und wir überraschen ihn. 2 Stunden müssen wir fahren. Ich habe ein bisschen Stress jetzt, weil ich ihn schon so sehr sehen möchte. Und ich weiß nur 2 Stunden und dann bin ich schon mit ihm. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe auch ein bisschen komische Gefühle. Das fühlt sich so ein bisschen nach so einer Stalker-Aktion an, weil die fliegt einfach in ein fremdes Land, die fährt dann einfach in eine fremde Stadt zu einer fremden Wohnung, wo ein fremder Mensch im Grunde lebt, den sie nur von Bildern und Chats kennt und dann steht die da einfach vor der Tür. Also das ist irgendwie, finde ich das alles ein bisschen unangenehm. Wenn wir wirklich so weit sind mit unserem Leben, dann werden wir heiraten und sein Onkel wird ihn unterstützen. Ich muss nicht alles alleine zahlen. Und zu all dieser Stalker-Geschichte kommt dann auch noch, dass sie in seiner Abwesenheit, ohne dass sie ihn jemals getroffen hat, darüber redet, dass die heiraten werden. Und dann hat der Typ ihr auch noch erzählt, weil der geht noch zur Schule irgendwie und der hat kein eigenes Geld, also kann man auch davon ausgehen, dass die Ildiko wahrscheinlich mal ein bisschen Geld unterstützt hat. Auf jeden Fall hat er dann erzählt, dass irgendein ominöser Onkel bei der Hochzeit und bei dem Leben dann in Spanien ihn natürlich finanziell unterstützen würde. Ja, nee, ist klar. Schau, also das ist das Gebäude. Ja. Wir müssen fragen,
Welche Wohnung? Und ich will das nur noch mal erwähnen. Die steht jetzt irgendwie auf einem anderen Kontinent der Welt vor einem fremden Haus, wo sie einen fremden Mann ohne Verabredung treffen möchte. Und dann trifft sie angeblich die Oma von der Person, die sie treffen möchte. Und die teilt ihr dann mit, dass der gerade nicht zu Hause ist. Ah, no importa, pero estamos nosotros, la de la abuela madre. Ah, okay, so il dico de Austria, una amiga de mí. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum ist da die Großmutter? Also angeblich wohnt da dieser Mann, oder ich weiß gar nicht, wie alt der ist, und der ist wohl gerade in der Schule. Und jetzt wird Ildiko reingebeten, dass sie doch auf ihn warten soll. Und die Ildiko, die beschwert sich sogar noch, weil, ja, der hätte auch mal zu Hause sein können. Ich meine, sie ist ja um die halbe Welt geflogen. Er wusste das zwar nicht, aber trotzdem. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil der Toni nicht da ist. Der ist tatsächlich in der Schule, aber das soll auch kein Problem sein. Und wie dann diese Begegnung wird, das kann ich mir jetzt noch gar nicht ausmalen. Aber es gibt schon mal eine sehr interessante Aussage von der Großmutter. Und da muss man auf jeden Fall genau hinhören. Toni hat mir erzählt, dass er mit Mädchen schreibt. Aber für mich ist das eine Sache zwischen ihm und den Frauen. Das ist ganz positiv, dass den Toni wirklich gibt. Zwei Sachen. Also sie fliegt um die halbe Welt, sitzt jetzt in einer Wohnung von einem Fremden, den sie noch nie in ihrem Leben getroffen hat. Und dann sagt sie, es ist schon mal positiv, dass es ihn wirklich gibt. Also das schießt schon mal den Vogel ab. Aber wenn ihr bei der Großmutter genau hingehört habt, dann habt ihr gehört, dass sie gesagt hat, dass der Toni mit mehreren Frauen schreibt, aber dass seine Sache sei. Und ja, das hat auf jeden Fall einen komischen Beigeschmack. Ich bin wirklich gespannt, wie es da nächstes Mal weitergeht. Und dann sind wir tatsächlich angekommen bei Manuela, die ist auch wieder mit dabei und die ist wieder bei ihrem Rolenz. Ja, schön langsam lasse ich mich auch fallen. Ja, und ich genieße ja auch die Zeit mit ihm. Doch langsam ist nicht Rolands bevorzugtes Tempo. Ja, die Manuela möchte also auf jeden Fall das Ganze ein bisschen langsamer angehen. Der Rolenz, der möchte sie am liebsten sofort heiraten. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, weil die Manuela eine richtig gute Fußballspielerin ist. Ich habe keine Ausdauer. Bin schnell müde. Aber nicht nur die Manuela ist eine richtig gute Fußballspielerin. Der Rolenz, der spielt ja auch Fußball und der würde gerne im europäischen Fußball mitmachen. Und dafür braucht er natürlich eine Aufenthaltsgenehmigung. Eine Liebe in Europa. I want to play in the biggest club. If I get the offer in a club, I can play football. Er würde so gerne Profifußballer werden. Und er macht alles, dass sein Traum in Erfüllung geht. Ja, er macht wirklich alles. Er würde sogar eine Frau heiraten, die ihm wahrscheinlich komplett am Arsch vorbeigeht. Das ist wirklich richtig romantisch. Deswegen gehen die beiden auch auf ein richtiges romantisches Date zusammen. Wobei ich auch noch ganz kurz sagen möchte, selbst wenn Rolenz nach Europa kommen würde durch Manuela, ich glaube nicht, dass der noch irgendwie Profifußballer werden kann. For the date what we have after, I wanna make up my eyes, that I will look more beautiful for you. Okay. So, und ihr habt jetzt ja die Manuela gesehen, wie sie vorher aussieht. Und jetzt könnt ihr euch mal angucken, wie die Manuela dann geschminkt aussieht. Die hat sich wirklich ganz besonders herausgeputzt. Ja, ich finde mich schön, so wie es ist. Meine Haare sind super schön, meine Augen, ich liebe meine Augen. Ja, ich habe mal gedacht, ich ziehe heute mal ein afrikanisches Kleid an, weil wir auch in Afrika sind. Ach, die Bauchbinde war auch wirklich wieder großartig. Also ich will sie jetzt ja nicht dafür haten, aber sie sieht halt auch nicht großartig anders aus. Also ja, am Ende des Tages muss sie sich ja gefallen, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber es war jetzt nicht so der allergrößte Impact, dass sie sich ihre Augen geschminkt hat.
Aber dann ist das Date auch da und es wird natürlich vollkommen genossen. Auf Söhnchen Leon passt gerade Reisebegleitung Petra auf, damit Mama Manuela ungestört an Träubchen und Rolands naschen kann. Ja, und die beiden sind halt wirklich richtig doll verliebt. Der Rolands, der gibt wirklich alles für seinen Traum von dem Fußballclub in Europa. Rolands scheint ja unersättlich. Ist das überall so? Zum Beispiel auch im Bett? Ja, da ist er zu gut. Da bringt er noch, mir noch sehr viel bei. Ja, also im Bett läuft es bei den beiden auch ganz gut. Der Rolands, der zieht halt durch für seine Träume. Ne? Das muss man ihm auf jeden Fall lassen. Und deswegen ist er natürlich auch auf Wolke 7. Ich kann nicht erklären, wie sehr ich sie liebe, aber man kann sehen, wie sehr ich sie liebe. Man kann das übertrieben krass sehen. Also ich habe noch nie so verliebte Menschen gesehen. Das ist wirklich kaum zu ertragen. Und deswegen ist man natürlich auch die ganze Zeit am Drücken, dass man unbedingt sofort heiraten muss. Weil das kann ja nur bei wahrer Liebe so sein. Warum sollte man sonst unbedingt heiraten wollen? Can you marry me and try? Rolands hat diese Frage schon mehrmals an Manuela gestellt. Das einzige Problem ist, dass die Manuela tatsächlich gar nicht unbedingt sofort heiraten möchte und sie da trotz allem ein bisschen auf die Bremse drückt. I can't answer you now, you know? For now it's no. They also need to accept you, you understand? Yeah. And for me, my children's happiness is very important. Und man kann über Manuela ja sagen, was man möchte, und man kann da viele Dinge sagen. Immerhin denkt sie an dieser Stelle noch an ihre Kinder und es ist natürlich auch eine ganz gute Idee, dass er vorher erstmal die Kinder kennenlernen würde, bevor man dann heiratet. Auch wenn die Heirat natürlich, ja, es geht da ja nur um den Pass. Aber die beiden harmonieren auch super, klar. Wir haben gut Harmonie. I don't know so good English, you know? Yes. I think our couple is good, yeah? Yeah. I love you so much. Yeah, I love you too. Da ist sie, die Amore und der Pavillon, Palmen. Bei dieser Liebe schmilzt mein Herz wirklich nur so dahin. Ich bin wirklich absolut begeistert von dieser großen Liebe. Und damit, meine lieben Freunde, sind wir fertig für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich darüber freuen, wenn ihr dieses Video supportet. Und ich kann euch auf jeden Fall versprechen, in der nächsten Folge wird es auch wieder ganz, ganz viel Action geben. Das höre ich jeden Tag und das von in der Früh bis am Abend. Eines Tages werde ich ein Buch schreiben. Es kann nicht das Ende der Geschichte sein. Ich möchte noch mehr sehen. So, das ist nur der Anfang. Wow. Vielen lieben Dank für all euren Support. Ich danke euch von ganzem Herzen. Wir sehen uns in irgendeinem der nächsten Videos wieder. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.